Ich war auf einem Apache-Konzert und ich gebe euch ein paar Tipps, falls ihr auch irgendwie da demnächst seid. Auf jeden Fall müsst ihr sehr, sehr früh da sein. Bei uns war der Start von der Show um 20.30 Uhr und die haben halt schon so, ich habe schon auf TikTok vorher geguckt gehabt, beziehungsweise wir, und da stand so, ja, ihr solltet schon so 3 Stunden vorher da sein. Ja, haben wir gemacht halt, ne? Also wir waren auf jeden Fall um 16 Uhr, glaube ich, da, so ungefähr, und dann standen wir da, ne? Aber der Vibe war geil, Leute. Nehmt das mit. Also wenn ihr dahin geht, geht ruhig früher hin. Und dadurch, dass ihr warten werdet, nehmt Trinken mit. Haben wir halt nicht gemacht. Dann sind wir so wie geisteskranke Menschen die ganze Zeit zur Tankstelle gelaufen, mussten dann wieder zurücklaufen, weil wir dachten, es geht weiter, aber dann ging es nicht weiter. Und dann sind wir wieder zur Tankstelle. War Krise. Nehmt was zum Trinken mit und vielleicht auch was zu essen. Falls ihr, wie wir, in einer Arena seid, beziehungsweise Open-Air-Konzert, wenn ihr einmal in der Menschenmasse drin seid, beziehungsweise an dem Ort seid, wo ihr sein wollt, bleibt da. Geht nicht mehr raus. Wir haben den Fehler gemacht. Wir sind da hingegangen, standen da und dann kam natürlich die Menschenmasse und hatten wir Durst und Hunger. Dann sind wir wieder raus und wurden beleidigt und jeder war so aggro, weil es war heiß. Also einmal kurz versorgen, essen, trinken, auf Klo gehen, was auch immer ihr machen müsst. Dann geht ihr rein und dann bleibt ihr bis zum Ende. Es gibt kleine Menschen, ich bin klein, okay? Ich bin 1,61. Wenn du schon vor mir stehst und du bist 2 Meter groß, komm nicht nach hinten zu mir, okay? Knall nicht mit deinen, mach das nicht. Bleib da, wo du bist, du hast deinen Place. Tanz, mach, was du willst, bleib da, okay? Habt Spaß, Leute. Also fühlt es einfach. Scheiß drauf, was für ein Tag es war. Ja, ich weiß, warten und so langweilig und ätzend und keine Ahnung, aber die Ecke bei uns war ziemlich tot, hatte ich das Gefühl. Ich dachte, es war grundsätzlich nur bei uns so ein Thema, aber dann hat ein Mädchen bei meinem anderen TikTok kommentiert, ja, die Leute waren so ein bisschen aggressiv und langweilig, habe ich gefühlt. Also habt Spaß, Leute, sonst müsst ihr gar nicht hingehen, sonst hört einfach auf Spotify seine Lieder und das reicht dann, weißt du. Und eine wichtige Sache an die 31er-Freunde unter euch. Neben uns war ein Mädchen, beziehungsweise eine Gruppe voller Kids. Da ist einer von denen, also ein Mädchen, umgekippt, weil es war halt heiß und ja, ihr ging es nicht gut. Sie ist umgekippt, sie ist alleine aufgestanden und rausgegangen durch die Menschenmasse. Keiner ihrer Freunde ist mitgegangen. Wir tippen dieses Mädchen, also ihre Freundin, an und wir so, ja, eure Freundin geht es nicht gut, wollt ihr nicht mitgehen? Und sie so,